ein Panzerrohr hat und abschiebehaft befehlte kriminelle Aslaks fordert. Da staunen sie was, Neuschwabenland ist kalt. Doch noch ist der Extremwert der Parabel nicht erreicht. Diese Kackgesellschaft braucht noch ein paar aggressive Lines, bis jeden 68er die Corona-Arterie reißt. Voneinander Drop bis Rooftop, Brandenburg bis Ruhrport, Klassenraum und Schule. Herzlich willkommen, Leute, zur bereits dritten Folge von Neuschwabenfunk. Ja, herzlich willkommen zurück und wir sind wieder alle vier dabei. Ja, genau. Und heute hoffentlich ohne Audiofehler. Ja, wir haben es dann natürlich ein bisschen nochmal hin und her gerückt und neue Mikrofons eingekauft. Nee, also du kannst ja kurz erzählen, Among the Ruins, was du mit gemacht hast. Ja, ich hatte einfach nur den falschen Laptop dabei und darum musste ich über mein Laptop-Mikrofon aufnehmen und konnte nicht über das richtige Mikrofon aufnehmen. Aber diesmal sollte alles sehr gut. Dann hören wir jetzt einwandfrei deine Markante Stimme viel besser. Und das war teilweise auch noch meine Schuld. Beim Rendern habe ich die Lautstärke ein bisschen aufgedreht. Dabei ist das auch noch ein bisschen verstärkt worden. Ich habe insofern mit Audio heute ein bisschen komisch vielleicht, weil ich gerade übel mit Heuschnupfen zu kämpfen habe. Darum, ja, vielleicht ein bisschen eine komische Stimme. Aber gut. Ja, dann genug mit den Selbstschuldzuweisungen. Machen wir mal weiter. Ja, bevor wir gleich einsteigen, würde ich noch gerne einen völlig abgefahrenen Traum erzählen. Ich habe die letzte Woche mal wieder seit langem gearbeitet, folgedessen gut geschlafen. Und letzte Woche am Donnerstag hatte ich einen völlig abgefahrenen Traum. Also in dem Traum war auf einmal die Hölle los. Die Regierungen haben gesagt, es findet keine Wirtschaftsproduktion statt. Die Regierung fällt zusammen, das Geldsystem ist im Eimer. Also ab jetzt zählt nur noch Tauschware. Und dann ist so völlig Anarchie ausgebrochen. Dann bin ich mit meinem Bruder in eine Bergstadt gefahren, um unserem anderen Bruder aus der Patsche zu helfen. Und da unterwegs war wirklich, es war überall brennende Tankwagen, Plünderungen, Schießereien. Als wir dann in der Bergstadt ankamen, um ihm aus der Patsche zu helfen, kam gerade die Meldung rein, jeder Corona-Infizierte ist ab jetzt vogelfrei und kann von jedem erschossen werden, ohne Begründung. Gut, wir haben es dann geschafft, ihn rauszuboxen, sind dann rein. Auf der Rückfahrt hatten wir üble Schießereien und wie in Need for Speed üble Verfolgungsjagden. Aber wir schaffen es zurück ins Elternhaus, haben dort unsere restliche Familie versammelt und sind dann nach Zürich los, um ein Flugzeug zu erwischen, das uns da wegbringt. Als wir durch Zürich fuhren, war irgendwo in Zürich drin, keine Ahnung, woher der Kontext kam, aber irgendwo in Zürich war eine anarcho-kommunistische Gruppe und Jörg Dittus war irgendwie der Leiter oder irgend sowas in einer Sowjetuniform und er hat dort Lebensmittel verteilt an die Leute. Und ich bin da angestanden, wollte dann auch irgendwas für meine Familie holen und plötzlich wollte die Meute über die Lebensmittel herfallen. Und Dittus, anstatt dass er einfach mal einen Warnschuss in die Luft gibt, der Typ hat einfach die Waffe gezogen, bam, und drei in den Schädel weggeblasen. Und ich war einfach so im Traum so dort, so, oh Scheiße, den Typ sind gerade voll die Sicherung durchgebraten. Was ja based ist. Was ja based ist, ja. Und dann Alter. Trotzdem, nachdem er das gemacht hat, hat er trotzdem, ja, so bosshaft die Brille geputzt, das Blut weg, Revolver weggesteckt, danach irgend so einer Oma weiter Lebensmittel verteilt. Dann haben wir es geschafft, in Flieger, in den letzten einzusteigen, war so ein bisschen wie in der Szene von Stalingrad aus den 90er Jahren, so wo sich die anderen noch unten am Fluggehänge festhalten. Und da kamen wir irgendwie in Schweden an. In Schweden liefen wir dann irgendwie ein paar Tage durch die Wildnis und dann kamen wir irgendwie auf einmal auf so einen Neuschwanstein in der Ebene und herum waren überall Achterbahnen, also ein bisschen wie so ein stillgelegter Park. Und da, als wir reingingen, war da drin einfach der im englischen Bereich sehr bekannte YouTuber, The Golden One. Da kam einfach so, Greetings, true friends. Und dann hat er einfach, der hat da gelebt mit seinen drei Threadwives und irgendwie 20, 30 Kinder von ihm. Und hat irgendwie so eine ganze Gang von jungen Männern, die für ihn gekämpft haben. Und dann hat er mich... Oder hat er uns alle so ausgebildet in Überlebenstechnik und Jagen, damit wir in der Postapokalypse überleben. Und ich hätte noch gerne erfahren, wie es weitergeht, aber dann hat mich derjenige, wo ich die Woche schlafen darf, hat mich dann aufgeweckt, weil ich da auf dem Sofa eingeschlafen bin. Krass, Mann. Oh Mann. Ja, war auf jeden Fall
War auf jeden Fall völlig abgedrehter Traum, aber ich war so begeistert, als ich aufgewacht bin. Das war so Sag mal, liest du lustig. gerade Guillaume Fay oder was? Ja. Ja, unter anderem auch, ja. Symbolisch. Ergänzend zu Spengler, Ich musste auch ja. vorhin absolut an Na Ernst und gut. Salomon denken, ja. Was für Driver-Shooting? Ich habe Ernst und Salomon im Team, ja. Ja, also ich will mal sagen, von diesem sehr verrückten Traum dann gleich ab in die Realität, oder? Die aber nicht Ja. weniger verrückt ist. Ja, die ist leider nicht weniger verrückt, aber nicht so fröhlich meistens. Und zwar willst du mal, ja, wobei ich sage einfach kurz, im Zuge von diesen Grundgesetz-Demos kam es ja in Stuttgart zu einem sehr verheerenden Angriff auf 1%. Hat das einer genauer im Ja, Kopf? klar. Und kann Ihr das Zentrum einordnen? Automobil und mehrere Kameramänner von 1% wurden angegriffen und da hat auch viele Sympathisanten der Gewerkschaft Zentrum Automobil. Ja, ist halt nichts Neues. Also Stuttgart ist halt, haben schon mehrere Angriffe hinter sich, also gerade die Führungspersonen von denen. Genau. Ja, und das ist nicht das Einzige, sondern zwei von uns hier im Podcast waren Ja. ebenfalls in Stuttgart und wir waren als kleine Gruppe unterwegs und ja, also wir sind durch Stuttgart gelaufen und haben dann schließlich bemerkt, dass wir verfolgt werden. Und als wir uns umgedreht haben, kamen dann eben mehrere vermummte, schwarz gekleidete Gestalten näher und haben dann mit Steinen und Flaschen auf uns geworfen und haben dann so gebrüllt, wir bringen euch um und sind mit Stöcken und so richtigen Keulen auf uns zugerannt. Dann kam es eben zu einem kurzen Kampf. Wir waren ungefähr gleich viele, also es war eher ausgeglichen. Und dann sind sie eben nach einem kurzen Kampf weggerannt. Und wir sind dann unseren Weg weitergegangen, dann eine Aussage bei der Polizei gemacht und haben uns dann in eine Pizzeria gesetzt. Und es war hier alles ganz ruhig. Und plötzlich sind eben wieder faustgroße Steine geflogen, so richtige Pflastersteine. Und etwa doppelt so viele vermummte Antifas sind in diese Pizzeria gerannt. Und wir sind, haben uns da an dem Eingang verschanzt. Und ich sag mal, unsere Phalanx hat standgehalten. Jedenfalls, sie haben sie nicht in die Pizzeria gelassen. Und nach kurzer Zeit waren sie dann eben auch wieder weg. Und ja, also von uns wurde keiner verletzt. Und ich würde auch sagen, wir hatten doch einige junge Aktivisten dabei, für die das jetzt so die erste solche Situation war. Aber die haben auf jeden Fall ihren Mann gestanden. Seid ihr für Leute? Die Linken erstaunt bei dem Anblick der Meute. Sie wissen bis heute, sie sind unsere Beute. Standhaft, weil das Volk hier zerbricht. Übernehmen den Club, ob ihr wollt oder nicht. Diese Opfer. Die ganzen Passanten waren selbstverständlich jedes Mal völlig erschrocken von der brutalen Vorgehensweise der Linksextremen, mit der sie nicht gerechnet haben. Der Pizzeria-Besitzer, irgendein Mazedonier oder sowas, der war auch völlig schockiert, weil der hat gar nicht fassen können, was da gerade passiert ist, ne? Und wie habt ihr euch dann erklärt, oder ja? Wie haben wir uns Ja, erklärt? es ist ja nicht alltäglich, dass jetzt Meute so auf einen zukommt und so, ja. Ja. Ja, wir haben gesagt, wir waren Ja, bei der genau. Corona-Demo und dass wir hier offenbar Leute hier haben, die das nicht gerne sehen. Also, was mir so ein bisschen der Eindruck, der für mich von dem Tag so geblieben ist, ist immer dieser krasse Unterschied zwischen einer Minute vollem Adrenalin und richtiger Kampfsituation und dann 2 Stunden lang bei der Polizei Aussage machen und warten und warten und warten und noch länger Ja. warten. Der Überraschungsmoment war beide Male auf Seiten der Zecken. Also wir waren in beiden Den Situationen Hinterhalt völlig gelockt. unvorbereitet. In der ersten Situation waren wir tatsächlich, hatten wir gar nicht damit gerechnet. Und in der zweiten Situation waren wir zwar schon in der Anspannung oder waren etwas vorsichtiger, aber dadurch, dass wir wirklich in einer umfriedeten Umgebung waren, wir waren innerhalb von so einem Gelände mit Hecken drum und rum, niemand hat uns gesehen, wir kamen gar nicht auf die Idee, dass wir dort nochmal entdeckt werden, haben wir wirklich nicht mit einem zweiten Angriff eigentlich gerechnet. Nee, und Und wir dann saßen ja kam, auch alle. und wir saßen alle recht entspannt eben beim Pizzaessen, also da
Da war niemand wirklich vorbereitet drauf und dann in der schnellen Situation, in der Schnelle im Verteidigungs- und Angriffsmodus überzugehen, das ist gar nicht so einfach. Das hat man erstmal so einen ganz kurzen schockstarrenden Moment, weiß gar nicht, was man tun soll, aber man muss dann echt schnell handeln, ansonsten geht man einfach unter, weil da zählt jede Also, Sekunde in dem Fall. ja, das ist halt auch wirklich so wahrscheinlich so ein Moment gewesen, oder wo man denkt, okay, jetzt hat der Blitz gerade neben mir eingeschlagen, ein zweites Mal wird das jetzt heute nicht mehr passieren. Ja, und dann Und passiert es zum zweiten, zweites Mal. dann legt man die Verteidigung mal zur Seite und dann, ja, dann hat man gerade den unglücklichen Tag erwischt, wo der Ja, Blitz wir zum haben halt zweiten auch. Mal am gleichen Ort einschlägt, ja. Wir haben Und halt lass auch auf uns. den Schutz der Polizei vertraut, und das ist halt ein Fehler, den man leider nicht machen kann. Ja. Da kamen sie dann halt wieder an mit ihren faustgroßen Steinen. Aber was man halt sagen muss, ist, wir haben sie eben absolut geschlagen, wir wurden nicht verletzt. Und das war einfach auch irgendwie, finde ich, ein kleiner Selbsttest. Unsere Gruppe hat das absolut ausgehalten, wir konnten absolut austeilen. Und für die Zukunft ist es halt einfach nur noch mehr Motivation, sage ich mal, weiter zu trainieren, weiter Kampfsport zu machen. Wir sehen, es hat allen eben geholfen und eben an jeden, der politisch sich patriotisch eigentlich engagiert, kann man eben nur wieder mal die Empfehlung herausgeben, Sport zu machen, Kraftsport, Kampfsport. Die Zecken kämpfen niemals fair, das ist einfach so. Aber wenn man selber vorbereitet ist, wenn man selber Kraft und Schnelligkeit hat, dann haben sie es eben schwerer mit ihren feigen Attacken und das haben wir eigentlich bewiesen und ja, dabei würde ich es eigentlich auch fast schon belassen, oder? Also was ich dazu noch sagen möchte, ist, es geht auch nicht nur um euch selbst. Also, weil da kann man dann schnell mal sagen, na, ich habe keinen Bock darauf, ich will das nicht machen. Es geht nicht nur darum, sondern es geht auch um seine Freunde und um die Leute, die mit einem da dabei sind. Weil wenn einem selbst die Kampfkraft fehlt in so einer Situation, dann ist das auch extrem schlecht für die anderen, ja. Also Auf da ist jeden es Fall. auch Ich war eine extrem froh, dass wir eine gemeinschaftliche stabile Gruppe Aufgabe. hatten. Ja, es ist auf jeden Fall auch eine Gemeinschaftssache, dass man auch im Interesse, natürlich im eigenen Interesse, aber auch im Interesse der anderen schaut, dass man kräftig ist, dass man schlagkräftig ist, nicht nur mit Argumenten, wenn es denn sein muss. Ja, und ansonsten denke ich, kann man hier wieder mal sagen, die Linken sind halt die wahren Faschisten. Es ist einfach so. Okay, Boomer. Ja, Ja. was man noch auf jeden Fall auch noch sagen kann zu der Polizeiarbeit, die immer bei sowas geleistet wird. Also 1% hat ja auch wieder berichtet, und dass die ganzen Verfahren, die 1% Zentrum Europa eingeleitet haben, sogar mit Video- und Bildbeweisen, die wurden allesamt eingestellt. Ja. Also der Drop the Swamp Jetzt ist schon. noch lange nicht vorbei. Ja. Also wir müssen in Deutschland überhaupt erstmal anfangen, ja, diesen Sumpf auszutrocknen. Ja, gut, dann wer möchte das nächste Thema einleiten? Ja, das wäre doch dann Kalbitz, machen wir erstmal, oder? Ja, Ja, ich genau. würde sagen, ja. Ja, wer möchte anfangen? Ich fange an mit gegen Molten. Das war wohl ein Fehler, Okay, das in mit die offene diesen. Runde zu fragen und nicht gleich Max zu bitten, eine kleine Zusammenfassung zu machen. Okay, danke dir. Ja, Kalbitz wurde nämlich durch den Bundesvorsitz der Alternativen für Deutschland rausgeworfen. Das besteht ja aus mehreren Leuten, also zum Beispiel Protschka, Weidel, ja, wie heißen diese anderen Leute, Meuthen und so weiter. Und die wurden ja beim letzten Parteitag der AfD gewählt und die haben jetzt abgestimmt bezüglich, ob der Kalbitz jetzt von der Partei ausgeschlossen wird oder nicht, weil er anscheinend gelogen hat bei der Aufnahme in der AfD, dass er eben in einem verfassungswidrigen Verein war, nämlich der Heimattreuen Deutschen Jugend, soweit ich das weiß. Und die steht nämlich auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD und somit darf man kein AfD-Mitglied werden. Genau. Und da schon davor bekannt war, dass Kalbitz eben dort war, zumindest hat er gesagt, bei Thilo Jung, er hat es sich mal angeschaut, er war zu Besuch. War das natürlich klar, dass da irgendwann mal krachen wird, zumal ja sowieso das Liberalen ein Dorn im Auge ist. Und jetzt hat es gekracht. Und Kalbitz soll aus der Partei ausgeschlossen werden, oder ist nicht mehr Teil davon durch diese Bundesvorstandabstimmung. Und ja, jetzt gibt es halt natürlich wieder einen Lagerkampf zwischen dem Flügel und den Liberalen. Beziehungsweise ja, Weidel sich ja auch auf Kalbitz Seite gestellt hat. Ja, was sind eure Meinungen so dazu? Also ihr wisst ja grob, um was es geht, hoffentlich. Stefan? Grundsätzlich ist es halt wirklich so, wenn man das Ganze jetzt wirklich mit der HDJ angeführt hätte und mit einem wasserdichten Beweis, dann wäre das Ganze
immer noch dumm, weil das eine Mainstream-Anbieterung ist, weil das immer noch die Appeasement-Politik gegenüber dem VS verfolgt. Aber es wäre verständlich auf diese Art und Weise. Aber ihn auszuschließen wegen einem Dokument, das 7 Jahre alt ist, das verschollen ist, mit der Hauptbegründung, dass er bei den Republikanern war und das verschwiegen hätte, was nichts anderes als die AfD der 90er ist, und vor allem das Ganze nur auf Zeugenaussagen zu stützen, die sich natürlich nach 7 Jahren noch vollständig an das Formular erinnern können, das ist halt wirklich Verrat und Intrige auf einer ganz, ganz neuen Stufe. Und das ist halt wirklich meiner Meinung nach die Libertären, die Libtards, die gerade versuchen, parteiintern die Reihen zu säubern in einer, ja, könnte man sagen, einer Nacht der langen Dildos, ihr Globo-Homo-Konzept durchzubringen. Und das, ja, und Kalblitz ist natürlich jetzt der Erste, der auf der Abschussliste war. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht auch gut angreifbar Natürlich. war, und ich nehme mal an, da werden weitere folgen, und ich hoffe jetzt einfach, dass Meuten oder Meuterer, wie ich ihn inzwischen schon nenne, und die anderen einfach nicht dumm genug sind, jetzt ernsthaft noch den offenen Putsch mit Höcke zu Ja, forcieren, ja. also ich Weil sag es ist da schon einfach mal jetzt den ein linken großer Spruch, Schaden. die Leute wählen die AfD nicht trotz, sondern wegen Höcke. Und da stimme ich absolut zu. Ja. Deswegen wähle ich AfD. Und wenn sie tatsächlich eine Alternative bleiben wollen, dann müssen sie diesen Kurs auch beibehalten. Ohne den Flügel sind sie keine echte Alternative. Wir brauchen keine CDU 2.0. Und ich glaube, ja, also, das ist einfach so. Und man hat auch sofort auf Twitter gesehen, die Linken und das Establishment, das nimmt ihnen diesen feigen Schlag gegen die eigenen Reihen, nimmt ihnen das nicht ab. Überall stand, ja, jetzt fehlen noch so und so Naja, viele klar. Rechtsextreme, bevor es eine wählbare Partei wird und so. Es glaubt ihnen keiner, es ist wie immer. Sie schießen sich nur selbst ins Bein, und wenn sie so weitermachen, müssen wir uns halt auch bei der nächsten Wahl dann überlegen, ob wir das noch unterstützen Ja, können. gut, das wollte ich noch nicht gehen, aber noch ein weiteres Thema. Die junge Alternative NRW, bekannt für ihr Kacktum, hat ja auch schon gepostet, ja, jetzt haben sie bereits schon einen Fuß in der Tür und jetzt gilt es noch, die restlichen Leute rauszubekommen. Also wurde dann auf einem Instagram-Kanal, vielleicht folgt ihr dem auch, geleakt, mehr oder minder, in der WhatsApp-Gruppe von der JANRW. Und ja, also jetzt wissen wir, wo Meuthen seinen Nachwuchs herholt. Also wenn ihr noch jung seid, euch politisch engagieren wollt, dann geht in die JANRW und sorgt dafür ein bisschen mehr based Meinungen und fischt mal die ganzen Libtards raus. Und ich finde es generell erstaunlich, wie sich momentan Weidel auch verhält. Also gerade gegenüber Kalbitz, Gauland auch, also beide richtig based. Zudem muss ich aber auch sagen, ganz ehrlich, Kalbitz, es war davor klar, dass er da war. So jemand hätte man einfach nicht in so eine hohe Position des Landtagsvorsitzenden der AfD in Brandenburg wählen sollen. Also gerade mit jemandem mit so einer Vorgeschichte. Bei Höcke ist nochmal eine andere Sache, ganz klar. Aber Kalbitz, also er hätte natürlich in der Partei bleiben können, aber nicht in dieser Position. Das finde ich schon. Dort muss man sagen, die AfD in Brandenburg hat trotzdem überragende Prozentzahlen bekommen. Gar keine Frage. Ja, ich finde es halt auch eine Frechheit, dass ein Wolf aus Hamburg, der gerade noch so knapp wieder in den Landtag geschafft hat, sich dann anmaßt, da Kalblitz rauszuwerfen, der bei der letzten war wie viel? 24%, 20. 25% Ja, ist Prozent halt oder auch ein sowas bisschen der eingefahren Neid hat. der westlichen AfDler, habe ich manchmal das Gefühl. Ne. Gut möglich, ja. Die Frage, die man sich jetzt aber tatsächlich schon mal stellen kann, ist ja folgende. Es wird jetzt immer wieder gesagt, wenn die AfD irgendwie so einen groben Patzer in Richtung des liberalen Lagers macht, also die eine Liberalisierung vorantreibt, dass man jetzt aber nicht spalten soll und dennoch zur AfD halten soll und die AfD weiter wählen und unterstützen soll, hat Kalbitz ja selber auch Ja. gesagt. Aber wo zieht man dann die Grenze? Wo sagt man tatsächlich, zu diesem Zeitpunkt ist mir die AfD nicht mehr stabil genug oder vertritt nicht mehr wirklich das, was ich von ihr erwarte, und ich muss mich jetzt von der AfD abwenden. Wo ist dieser Punkt? Also, den muss man ja irgendwo definieren. Man kann nicht stets sagen, ja, das ist jetzt nicht so schön, aber wir bleiben trotzdem der AfD, erhalten ja die Treue oder versuchen es weiter mit auf diesem Ross ins Ziel zu kommen. Aber irgendwann muss man,
wo ist der Punkt, wo man sagt, das Pferd läuft in die falsche Richtung, wir müssen es Ja gut, wechseln? aber ich denke, das ist ein Ja, bisschen also. übergriffen. Also müssen wir sowas schon jetzt diskutieren. Also natürlich ist es eine Überlegung, darüber kann man reden, aber ich denke, dieses Maß ist noch nicht erreicht. Ich denke, es ist vor allem wichtig, dass wir, Ich denke ja, auch nicht, ich denk auch nicht, dass es jetzt mit natürlich, Kalbitz ja. erreicht ist, aber diese Frage muss man für sich beantworten. Ansonsten läuft man eben Gefahr, dass man tatsächlich irgendwann eine CDU 2.0 unterstützt und es gar nicht merkt und immer noch denkt, ja, wir schaffen mit der AfD die Wende, so wie die Ja. Trump-Anhänger, die immer noch glauben, Trump würde sie retten und nach 4 Jahren nicht begriffen haben, dass Trump nicht mehr derjenige ist, der ihre Also Interessen wenn es in der vertritt. AfD Leute wie Ben Ich glaube aber Shapiro übrigens auch und hier. Charlie Kirk irgendwann auftreten, dann ist die Partei sowieso für mich unwählbar geworden. Also ich glaube auch hier wieder haben einige Linke mit ihrer Analyse gar nicht mal so unrecht. Je mehr die AfD eben in die Mitte der Gesellschaft vorrückt, desto sagbarer werden auch andere Positionen und so verschiebt sich eben auch allgemein der Raum des Sagbaren und der Normalität. Und ich würde sagen, selbst mit einer etwas gekackteren AfD werden unsere Chancen trotzdem besser gehört zu werden und näher an die Mitte der Gesellschaft zu kommen, beziehungsweise eben nicht mehr so sehr im Abseits zu stehen, wie wir das jetzt noch tun. Was aber natürlich nicht bedeuten soll, dass, wie ihr ganz richtig behauptet, gerade angeführt habt, wir einfach zugucken sollen und quasi im blinden Vertrauen der AfD in den Abgrund folgen sollen. Das auf keinen Fall. Eine Alternative müssen wir immer noch bilden, aber trotz allem, die AfD ist der parlamentarische Arm der Ja, Rechten. einfach ein Ihr Ziel überwältigend ist es, großer Teil der die Mosaikrechten, Möglichkeit. ja. Also ein überwältigend großer, ja. Ja, also die Aufgabe der AfD ist es aber eben vor allen Dingen, viele Prozente zu bekommen. Und solange sie das machen, solange sie das schaffen, haben sie mit ihrem Tun meiner Meinung nach Ja. recht. Und unsere Aufgabe als neue Rechte, als außerparlamentarische Rechte, ist es eben, die ideologische Basis zu schaffen, Eliten zu fördern, die dann eben auch in der AfD dann basierte und stabile Positionen vertreten. Das ist so. Also deswegen würde ich da die AfD noch nicht gleich abschreiben, aber es ist natürlich trotzdem immer wieder eine negative Entwicklung, auf die man auf jeden Fall ein Auge werfen muss. Ich bin jetzt erstmal auf die nächsten Wahlergebnisse gespannt, muss ich Also ich würde sagen. auch nochmal abschließend Ja. persönlich nochmal meine Meinung abgeben, es soll kein Schluss der Debatte sein. Ich finde generell, dass Kalbitz irgendwann abgesegnet werden sollte oder dass er generell in dieser Position war, ist, war generell ein Fehler, sage ich ganz offen so. Und was für mich der wesentliche Aspekt jetzt gerade aus dieser ganzen Geschichte ist, aus diesem Dolchstoß, ist einfach, dass Meuthen seine Integrität absolut verloren hat. Er hat sich immer wieder in den Flügel angebiedert, war erst letztens dieses Jahr noch in Berlin bei einem Flügeltreffen dabei mit Höcke und Kalbitz und jetzt so eine Aktion. Das ist, hat sich auch dieses Fernsehinterview, wo er Kalbitz mit Haut und Haar verteidigt hat, dass er kein Rechtsextremist ist und jetzt diese 180-Grad-Wende. Ich habe auch anfangs, wo ich oh, 12. Zu 14, 15 habe ich die ersten Meutenreden gehört und war richtig fasziniert von den Typen. Da war ich auch noch etwas jünger. Und jetzt hat sich da einfach, also dem Typ ist nicht mehr zu vertrauen. Das ist absolut kein Teil mehr des patriotischen Widerstands. Ja, ich gehe da ganz radikal vor. Ja. Ja, also ich denke halt, ich möchte noch kurz an die Aussage von Anton anknüpfen. Ich sehe da schon auch eine ziemliche Richtigkeit dran, weil das ist halt auch im Internet liest man das ja immer wieder unter YouTube-Videos. Es geht nicht um links oder rechts oder In- und Ausländer. Wir müssen alle zusammenhalten, um die wegzukriegen. Ich denke, die Mentalität ist halt schon problematisch, weil man muss seinen eigenen Block stellen und man muss sich seine Bündnispartner doch halt auf jeden Fall auch sorgfältig aussuchen. Und was halt auch zu sagen ist, bei der AfD, und zwar in der ganzen Geschichte der AfD, es war nie der rechte nationalkonservative oder völkische Flügel, wie man das auch nennen will, der versuchte, die Partei zu spalten und zu säubern. Es sind immer die Liberalen, die liberalkonservativen, die Bürgerlichen, die ständig versuchen, den Keil Wobei wir reinzudrehen, uns jetzt ja. aber nicht gegen Und Liberalkonservatismus da und muss man. bürgerliches Denken stellen, ja, aber ich muss es, ja. Natürlich, natürlich, aber eben wie gesagt, es ist halt schon, man muss in der AfD auf jeden Fall die Basis Ja. muss da stabil bleiben und man müsste auf jeden Fall auch bessere Leute in die Vorstände wählen, damit man nicht immer dieses furchtbare Rumgekacke hat in alle Richtungen und dass einfach nicht die ganzen Liberalen sind, die permanent versuchen, die AfD Ja. zu Ich kann auch entkernen. nochmal Ja. sprechen von Leuten, die ich jetzt kenne, von der JA hier in Bavü, Baden-Württemberg. Die hat
wo auch schon mir zwei, drei Leute gesagt haben, es sind halt meistens schon die Liberalen, die auch mit übelsten Gerüchtekampagnen da anfangen. Ja, das ist jetzt kein Angriff gegen liberal-konservatives Denken, auch wenn es auch viele Hörer von uns Doch. vielleicht hören möchten, sondern es kommt halt von diesen Doch Kreisen, ist es kommt es. von immer so machtbesessenen Leuten. Das gibt es vielleicht auch beim Flügel, aber habe ich bisher noch nicht erlebt. Ja, überzeugt uns vom Gegenteil. Und auch, ja, man sieht es halt immer wieder, dass eben gerade die Liberalen sind's, ja. Wenn du liberal-konservativer Hörer bist, schalte bitte ab. Okay. Ich werde die Aussage Ich in 5 Minuten distanziere wieder mich. reinschneiden. Ich bin für Wenn Gauland. du Seid einig, reinschneidest. einig, einig. Ich hatte neulich auf Twitter eine Diskussion mit so einem, mit Israel-Flagge im Profil. Ja, aber das, also jetzt, Naja. our greatest ally, lassen wir jetzt mal komplett hier raus. Also wer sich so Ja, rüber definiert, dass er wollte ich auch gerade liberal-konservativ sagen. ist, tschüss. Bitte abschalten, wenn du eine Israel-Fahne Das in deinem Profil Ganze, hast. das ah, jetzt Ganze plötzlich fürcht. doch. Wie? Dann muss ich jetzt leider gehen, Entschuldigung. Ja, damit stellen wir uns nicht gegen Israel, Ich würde sondern auch gegen vorschlagen, dass peinliche Leute, wir. die, ja. Ja. Ja, ich würde jetzt auch vorschlagen, dass wir das Thema Our Greatest Kannst du mir Ally eine brennende Israel-Flagge mal außen reichen, vor bitte? lassen, weil das Ganze ist, das wäre auf jeden Fall ein Thema für eine eigene Sendung, dieses Israel-Gekacke die ganze Zeit mit die AfD ist durch und durch pro-jüdisch und so weiter. Ja. Dieses Ja, Juden in gut, der dann. AfD-Meme, das ist ja auch irgendwie, hat schon Flügel bekommen. Da gibt es ja mittlerweile alle möglichen komischen Gruppierungen in der Ja, aber ich AfD. muss sagen, Homosexuelle Ex-Muslime in der AfD und so ich muss weiter. sagen, von dem, was ich von diesen Untergruppen in der AfD erwartet habe, von den Juden in der AfD, die machen, also, mein Gott, die sind ja stabil, soweit ich mitbekommen habe, aber überzeugt mich vom Gegenteil. Also sie greifen jetzt niemand direkt an und sagen, oh, Höcke oder Kalbitz. Also ist mir zumindest noch nicht zu Ohren gekommen. Nee, darum geht es auch nicht. Es Grundsätzlich. geht einfach um dieses Phänomen, dass sich jetzt wiederum in der AfD, die eigentlich eine Partei eben für die Mehrheitsgesellschaft sein Ja. will, wiederum Minderheiten profilieren wollen Ja. und sagen wollen, wir sind eine besondere Subgruppe Ja, dieser natürlich, aber ich denke, Bewegung. das ist einfach Öffentlichkeitsarbeit. Also es tut mir Ja leid, gut, ja. das ist halt wieder politisches Ja, Kalkül. Das genau. ist ja genau die Sache. Die wollen halt die Prozente haben und mit jedem Musel und jedem Schwarzen und jedem Juden, den sie an ihre Front stellen können, können sie immer sagen: Hier, wir sind keine Rassisten. Wir Guck, sind nicht der da. rassistisch. Und es wirkt, also Straight-based, woran es bist du funktioniert. Es bestimmt? tut mir leid, wenn ich mich so rumhöre im Dorf, in der Stadt, mit älteren Leuten, mit Boomern rede. Es wirkt einfach. Es tut mir leid, ja. Ja. Ja, Serge Menge, AfD, Also, ich bester würde Mann. sagen, machen weiter, oder? Habt ihr noch irgendwas zum Thema zu sagen, Kalbitz? Ja, nee, aber auch beim nächsten Thema muss, glaube ich, du wieder die Zusammenfassung Also, das muss machen. sich ändern bis zum nächsten Oder Mal, ja. wer möchte Männerwelten zusammenfassen? Ich habe mir das nie angetan. Also gut. Gut, Max voraus. Ja, wieso Stefan? Dann kann doch Ist sehr Stefan das gut. Ja, aber zusammenfassen. weißt du, warum Ich weiß es Männerwelten auch zustande nicht. gekommen ist? Nein, eben, ich kenne den Hintergrund davon nicht. Ich habe mir nur die Auswirkungen und die Alles sehr gut, Promotion dann mache davon ich den angesehen. Hintergrund und du Also steigst ich. dann ein. Okay, den Aber Hintergrund verdammt, könnte gut. ich auch Ja, zu theoretisch spät, machen, nee. aber Also, das Joko und Klaas sind ist. bekannte ProSieben-Männer, Teil des privaten Fernsehens, ProSieben-Clowns. das wir natürlich nicht alle nicht konsumieren. Und die haben ja immer Joko und Klaas gegen die Welt oder mit der Welt, um die Welt, was weiß ich. Und jetzt haben sie Joko und Klaas gegen ProSieben. Wow, einfallsreich. Und da treten die gegen andere Pseudo-X. LGBTQ-Stars an und wenn die da gewinnen, bekommen sie eigene Sendezeit und somit eine enorme Reichweite auf ProSieben, indem sie selber Es bestimmen ist nicht können, was ganz so, da wie du es läuft. sagst. Genau. Und die haben natürlich Es gewonnen bei geht einer dieser darum, dass Shows und sie. deswegen haben sie dann sich entschieden, sowas wie Männerwelten zu drehen. Stefan. Nein, Ja, und stopp, ich muss Männerwelten ist halt ein intervenieren. eigentlich Stopp, großes. stopp. Nein, also, Gut, die los. treten gegen ProSieben Ja. an und wenn sie gewinnen, dann kriegen sie eben zum Beispiel 15 Minuten Sendezeit, mit denen sie machen können, was sie wollen. Auf jeden Fall übrigens an der Stelle mal. Oder wenn sie eben verlieren, dann darf ProSieben ihnen irgendeine Strafe geben. Ich glaube, es stand mal sowas wie Tätowieren im Raum oder sowas. Wow. Und sie haben es schon mal 15 Minuten Sendezeit bekommen, wo sie dann unter anderem eine von Sea-Watch, glaube ich, also so eine angebliche Seenotschlepperin, Bleh. also
also eine Seenotschlepperin, angebliche Seenotretterin, erzählen lassen haben und so ein Ehepaar, was in einem Dorf voller anscheinender Neonazis wohnt, die da anscheinend tyrannisiert werden. Also die haben das schon mal politisch genutzt und eben Oh. dieses Mal haben sie diese 15 Minuten Sendezeit wieder benutzt und haben eben Männerwelten gemacht, dieses 15 Minuten Video, was sich im Internet rasend Also verbreitet Entschuldigung, das hat. ist doch eine absolute politische Profilierung Genau, und vom dieses Sender. Also Männerwelten-Video. Gott, das Also haben wir gar dieses nicht bekommen. Männerwelt, ja, ProSieben, das ist ja klar. Dieses Männerwelten-Video war halt auf jeden Fall dann, ja, ein Appell an an die Männer und böser Sexismus und Patriarchat und wir brauchen mehr Feminismus, bla bla bla. Das Interessante daran war eigentlich, als eine ältere Aufnahme aufgetaucht ist von Joko gegen Klaas, wo sie sich halt gegenseitig zu Aufgaben gestellt haben auf irgendeiner Messe und dann ist der Joko ist dann zu irgendeiner hin und er musste als Aufgabe der irgendwie kurz an die Brüste und an den Arsch fassen. Und ja, was sagt man dazu? Ich sag dazu, dass es die Römer halt richtig gehalten haben. Mit Schauspielern sind in Ordnung und man bejubelt die in der Arena, aber ansonsten haben sie den Stand knapp über Prostituierten und über Bettlern und über Ja, wobei die Aussätzigen. beiden Ja, sind ja nicht also. mal Schauspieler, also ich würde es ja nicht mal so hochheben, ja. Es sind einfach Darsteller. Noch schlimmer eigentlich. Wir hatten das Gut, Thema ja, dann glaube ich, schon degradiere ich mal. sie direkt zu Aussätzigen. Aber wie immer, es ist halt ein Zeichen degenerierter Zeiten, wenn absolute Clowns und einfach völlig würdelose Männer, die von denen man Videos im Internet finden kann, wo, wenn das mein Vater wäre, würde ich mich umbringen wahrscheinlich. Und dass solche Personen ein öffentliches Ansehen haben, überhaupt, ist schon mal peinlich. Und dass die dann auch noch politisch ernst genommen werden, das ist halt einfach ein eindeutiges Zeichen für den Untergang des Abendlandes. Aber gut, da haben es die Amis ja noch schlimmer als Ja, wir, das kommt auch ja. alles von da drüben. Also. Natürlich, genau. Es ist halt einfach mal wieder eine unfassbare Doppelmoral. Die hast du natürlich gerade schon schön aufgezeigt. Insgesamt ist dieses ganze Frauen-Thema, ja, ich meine, weißt du, manche von den Sachen, die da angesprochen werden, sind ja schön und gut. Also, ich meine, ich finde es auch nicht richtig, wenn du, was für ein Opfer musst du sein, um irgendwelchen Promis irgendwie Penisbilder von dir zu schicken oder Ja. sowas. Also, keine Ahnung, was bei diesen Ja. Leuten Ja, falsch das ist. frage ich mich auch immer. Wer zum Teufel Bestimmt versendet alles diese ganzen Ausländer. Schwanzbilder? Wie kann Aber man so dumm sein? Wie kann man so blöd sein? ja, Das ich ist weiß auch nicht, einfach. was. Also klar, eben wie immer, es ist natürlich schon auch ein Kern der Wahrheit, sage ich mal, dran. Es ist natürlich Oh, alle, klar, wir sind dass so sowas passiert. Klischee, Aber es ist halt trotzdem so, diese Frauen präsentieren sich ja, wie präsentieren die sich denn als Moderatorin? Also sie betonen halt ihre Weiblichkeit, ihre Rundung. Sie ziehen meiner Meinung nach eindeutig nuttige Kleidung an und ja, zeigen eben immer schön her, was sie haben. Und das ist den Frauen ja da auch wichtig. Sie wollen ja eigentlich so angesehen werden und wundern sich dann eben, wenn irgendwelche degenerierten Opfer im Internet das fehlinterpretieren. Also ja, natürlich, sie sind nicht direkt selber dran schuld, Ja, sag ich mal, natürlich, dass. ja. Wobei, stopp, doch, sie sind selber dran schuld, aber das macht es nicht richtig. Also ich finde, sie sind selber dran schuld, dass das passiert, aber das macht es trotzdem natürlich nicht richtig. Ja, Also das. das beste Beispiel daraus kommt ja nicht aus den USA. Die jetzige Moderatorin Mia Khalifa, die hat ihre ganze Karriere nicht darauf gebaut, dass sie ein Pornostar ist und irgendwie 15, 20 Pornos gedreht hat. Hat sich vor der Kamera durchnudeln lassen und ist halt irgendwie eine Araberin, keine Ahnung, hat imposante weibliche Attribute und deswegen ist sie auch viral gegangen, sogar auf diesen ganzen Pornoseiten und dann wurde sie als Journalistin eingestellt und mittlerweile, das ist jetzt irgendwie 3, 4 Jahre her, mittlerweile jammert sie drum, dass sie immer mit Sexismus konfrontiert wird und nur als Sexobjekt gesehen wird und so weiter. Das ist einfach. Eben, also wir haben es mittlerweile geschafft, dass Pornodarstellerinnen sich dann darüber beschweren, dass sie als Sexobjekte betrachtet werden. Ja gut, aber wir Das ist müssen uns ja einfach nicht nur mit völlig diesen absurd, ja. Einzelbeispielen rumschlagen. Also
an alle maskulinen Zuhörer, auch wenn es nicht so viele bei uns sind, benehmt euch, ja, seid Gentlemans, behandelt Frauen anständig, auch wenn sie euch nicht anständig behandeln, ja. Und ja, macht nicht so einen Scheiß, ja. Wenn irgendein Typ eine Frau angreift, schaut ihn aufs Maul, stellt euch zum Kampf. So müssen wir es machen. Ja, es ist nämlich eben nicht so, dass wir zu viel Männlichkeit haben, wie das immer behauptet wird, sondern eben zu wenig. Ja, und vor allem falsche Männlichkeit, ja. Haben, passiert diese Scheiße nicht andersrum. Ja. Ich muss ja auch mal wirklich, das ist eigentlich die wahre Tragik, die ich in der ganzen, die ich in der ganzen Sache sehe. Weil es ist ja nicht einfach, es ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr, dass Dating-Coaches, Pickup und so weiter, dass diese Videos teilweise hunderttausendfache Aufrufe haben und so viele Typen sich das reinziehen. Weil, ja, es ist auch, wenn ich selber daran denke, wie, ich keine Ahnung, ich muss das auch irgendwie alles selber lernen. Und es ist halt einfach, dieses Incel-Phänomen ist schon erschlagend in der westlichen Welt, aber auch in Korea, in Japan, in China, halt überall, sag ich mal, in den Kulturen mit einer gewissen Distanz und den Völkern, wo man eine gewisse Distanz wahrt, ist es extrem schwierig geworden für junge Männer, überhaupt irgendwie den Kontakt zum weiblichen Geschlecht herzustellen und irgendwie in eine Beziehung zu landen. Und eben, das wird dabei immer außen vor gelassen, weil die armen Typen, ich meine, ich habe selbst so wirklich sehr gute Freunde von mir, die halt auch Incel sind, irgendwo zwischen 20 und 25. Und die Typen, die haben halt wirklich irgendwie Angst davor, bei einem Treffen mit einem Mädchen beim ersten, zweiten Mal irgendwie von der mal die Hand zu halten oder irgendwie mal ein bisschen näher ranzugehen oder so, oder? Ja. Ich weiß das selber noch von mir, gibt's irgendwie so auch? Mit 18, 19, also bist du irgendwie so roboterhaft wie Sheldon Cooper, wo er versucht, Penny zu trösten, falls jemand von euch Big Bang Theory schaut. Ja, also das finde ich eigentlich die wahre Tragik an der ganzen Sache. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist halt, die Männer heutzutage sind halt leider keine richtigen Männer und damit lassen sich schon, würde ich sagen, die 90% unserer Probleme, auch unserer politischen Probleme erklären. Aber das, jo, absolut. Ist vielleicht, das könnten wir vielleicht auch mal in einem eigenen Podcast aufdröseln. Das ist nämlich eigentlich eine sehr interessante Thematik, auch einfach Männer-Frauen-Dynamik. Das finde ich fast, dass das mal was wert, einen eigenen Podcast wert wäre. Ja. Ist wahrscheinlich bereits aufgefallen, dass wir in jeder Podcast-Folge während der Sendung 2, 3 Ideen haben, was wir als nächstes machen können und dann trotzdem andere Themen nehmen. Ja, ist doch gut so. Ja, weil dann passiert halt immer wieder so viel Müll in der Welt. Ja, es ist so. Verdient apropos alles kommentiert Müll zu werden. Max hat uns noch ein weiteres Thema. Die Überleitung ist ja genial, aber ich würde eigentlich noch abschließen. Guckt no Hashtag no Fab und guckt euch keine Pornos an, vor allem nicht bei Pornhub und bei allen anderen Anbietern natürlich auch nicht, ja. Und sonst, ja, wenn ihr Themenvorschläge habt, haut es in die Kommentare. Wenn ihr Geld für sowas ausgibt, bringt euch bitte um. Ja, schön. Wirklich, danke für diesen Beitrag. So jemand, das ist doch nicht lebenswert. Wenn du ernsthaft, es gibt ja ernsthaft Leute, die Geld für so eine Scheiße ausgeben. Ja. Also, ja, das ist ja nicht mehr normal. Das kann ich gar nicht verstehen. Du bist einfach in deiner riesigen Blase, Sepp. Ohne Scheiß. Nein, ohne Scheiß, was musst du denn für eine erbärmliche Witzfigur sein, irgendeinem Camgirl Geld in den Rachen zu schieben? Vor allem auch so Mädels wie Delphi, Alter. Das ist, was? Die sind so, also, nein. Und jetzt hat ja neulich eine von denen rumgeheult im Internet, dass sie wegen Corona zu leiden hat. Dass sie jetzt nicht genug vom Staat unterstützt wird oder so. Also ich mir auch dachte, ja, fuck, wenn du denkst, dass Influencer ein Beruf ist, bist du halt selber schuld. Ja. Ja, also ich habe heute auch gesehen, einen Tweet gesehen, wo eine Prostituierte halt sagt, oder ein Pornostar, Akzeptanz ist erst erreicht, wenn Prostituierte und so weiter, wenn das halt gesellschaftlich anerkannt ist, wenn man es auch als Ausbildung, wenn man es als Ausbildung machen kann und so weiter. Es ist einfach so, was machst du für eine Lehre? Jo, ich bin Mechaniker und du, jo, ich bin Künstler, mach gerade Kunst und du, jo, ich werde Nutte, ich werde, ja. Ja, aber gut, also zurück von Müll zum noch zu. Ja, Jan Böhmermann hat einen Podcast. Wie heißt er? Schieflage, was weiß ich, schiefes Wohnzimmer, irgendwie sowas. Auf jeden Fall Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und die, ja, Jan Böhmermann, wie man ihn kennt, lässt sich über andere Gruppen aus und vor allem über Rechte und schwingt die Nazi-Keule, also wie es kein anderer tut. Und diesmal ist auch schon länger her, Anfang Mai, hat Montana Black getroffen. Kennt ihr Montana Black?
Nein. Ja. Nein. Okay, ihr seid also alle über 12. Montana Black ist ein YouTuber, Lifestyle-YouTuber, Let's Player auf YouTube. Ja. Und ja, der hat eine relativ große Community, also sich Millionen Abonnenten oder noch ein bisschen drunter. Auf jeden Fall ein großer Typ in dieser Szene und macht eigentlich ganz normale, solide Videos, also Reaktionsvideos auf irgendwas Witziges, ein Autofreak fährt AMG. Und zockt ein bisschen Call of Duty und raucht sich die Lunge weg in seinem Zimmer, ja, neben seinem Aquarium. Und ist dadurch eben groß geworden. Herr absolut degenerierter Typ auf jeden Fall, mit Gesichtstattoo. Ja, also seine Tattoos lassen zu wünschen übrig, aber an sich finde ich ihn relativ, ja, ganz nett und auch, ja, ein bisschen witzig, darf ich das sagen? Ja, gut. Max, es ist richtig Nee, peinlich gerade. was, noch Pi. Sollen wir das rauscutten? Ja, macht ihr Dass das? wir das Danke. wirklich gerade in die Welt Nee, komm, senden. ich out mich jetzt. Ich finde ein paar Videos von ihm witzig, wenn mir mein Bruder das mal wieder zeigt. Er hat mich auch nämlich drauf aufmerksam gemacht, dass Jan Böhmermann nämlich über ihn gesagt hat, als es um Twitch ging. Geh nochmal ganz kurz zurück. Nee. So eine Ketchup-Maske habe ich gerade aufgesetzt. Nee, Nee. aber ich mache dann so. Oder ist es verpönt? Bin ich deine Dienstälteste Ich dann? glaube, du bist bei Twitch bist du wirklich der Älteste. Da sind ein YouTuber, Let's Player, hier Montana Black Fans und noch weiter rechts stehende Hardcore-Neonazis. Haben wir mich da verhört, oder was? Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht höre ich auch falsch. Hört noch mal genau hin. In dem Video, wie ihr gehört habt, hat er gesagt. Stefan, viel Spaß beim Kind. Hat er gesagt, Max hat es dass einfach. eben auf Ich werde Twitch, nie fertig werden also mit dem Olli Schulz hat nämlich Schreiben. angefangen und hat darüber geschwätzt, ja, er hat sich auf Twitch angemeldet, weil ihm langweilig ist. Na, kein Wunder, er hat keine Frau und ist über 50 oder noch älter. Und hat sich bei Twitch angemeldet, hat gemeint, ja, er ist der älteste Typ und Böhmermann gleich reingekrätscht. Ja, auf Twitch gibt es ja eh nur so Leute wie Montana Black und noch weiter rechtsstehende Hardcore-Neonazis. Also erstmal, wo auf Twitch gibt es Hardcore-Neonazis? Ich bin nicht auf Twitch, gleich mal geoutet. Und zum Zweiten, also Montana Black als Neonazi zu bezeichnen, da gab es natürlich einen riesigen Community-Aufschrei, so YouTube-Kanäle, die ich noch kannte, habe ich mir jetzt einmal nochmal reingezogen von damals. KuchenTV und BuzzFeed, die anscheinend überhaupt nicht mehr beliebt sind, weil die über unter 100.000 Zuschauer Ich haben sehe mich gerade und völlig ich out. schon längst wieder raus bin. Und andere YouTuber auch noch, die absolut sich auf Montana Blacks Seite gestellt haben und auch gesagt haben: Ja, vielleicht gibt es da ein paar rechte Zuhörer, aber so what? Ja. Und auch Montana Black hat sich zur AfD mal geäußert. Es ist, die AfD ist einfach eine Reaktion auf die Aktion von Merkel 2015, also absolut legitime Meinung und ganz solide und sachte. Er hat sich natürlich von Hardcore-Neonazis distanziert, aber halt noch nie von der AfD. Also ist sein Thema ist halt auch nicht die AfD. Ja. Es ist halt ein ganz normaler YouTuber. Der ja peinliche Videos macht, ja. Also Montana Black hat ja schon mal einen Aufschrei gehabt, wo er was zu Frauen gesagt hat. Und zwar, Frauen sind wie Hunde. Also ich würde sagen, das ist halt einfach ein Prolet, Ja. der Scheiße labert und dem viel zu viele Jugendliche zuhören bei seiner Proletenscheiße. Und ein Prolet sagt halt auch ab und zu mal Scheiße. Ja, das ist halt Ja, so. wie soll er deren Sie uns doch aber mit Montana Ja. Black, Mann? Das ist Teil des Bürgertums, des patriotischen Widerstands. Keine Ahnung, mit Sido kann ich mich solidarisieren, nachdem der da die Bildreporter so Du fertig gemacht hat, willst dich aber mit das ist Sido ein Witz. solidarisieren, aber nicht mit Montana Black? Ja, was hat der denn gemacht? Naja. Ich wollte auch gerade sagen, so wie, für mich hört sich das so an, dieser Montana Black wurde einfach von Boomerman gefrontet. Ja, wegen irgendeinem Blödsinn und Boomerman redet wieder Ja. irgendeinem Blödsinn. Ja, in dem Sinn können wir froh sein, dass der Chad Radke ihn bereits durch den Fleischwolf gedreht hat. Aber ich frage mich Ja. halt, was ist die Intention? Ja, ich find der Punkt von Sido eigentlich richtig gut. Ich supporte auch Sido, habe mir auch an dem Tag, den ganzen Tag mal wieder seine alten Lieder ein bisschen durchgehört, so Die auch gut Straßenjunge, sind, ja. Goldjunge, Mein Block. Ja, die degeneriert sind, aber trotzdem irgendwie gut und kommt dann irgendwie so Kindheitsflair wieder hoch, Jugendflair. Ansonsten finde ich natürlich auch, Flair hat natürlich auch meine vollste Unterstützung. Er hat ja da völlig zu Recht, als ihn die Reporter mal irgendwo in der Innenstadt auch belästigt haben, hat er die ja auch mal, als wären die Rihanna gewesen und der Chris Brown, hat er die gleich mal weggeboxt, ja. War schon gut, ja, so.
Finde ich. Aber Stefan, wenn du sagst, Sido ist degenerierter Müll, bist du denn auch ein Löwe? Okay, ein Löwe? Du bist nicht im Game drin. Ich schicke dir nachher Links auf Instagram. In was für einem Game? Sebastian, weißt du, was ich meine? Oh, Alter. Among the Ruins? Ich auch nicht. Oh, Jungs. Naja, also ein paar Zuhörer werden es hoffentlich wissen. Schreibt es in die Kommentare, bitte. Friedemann, willst du noch deine Wortanzahl für den Podcast kurz erhöhen, bevor wir zum Ende kommen? Also, ja, ich bin mit dem Game nicht so wirklich drin. Ich weiß nicht genau, was die Löwen sind. aber, ja, ich kenne Böhmermann tatsächlich noch von seinen ganz frühen Podcasts Fest und Flauschig oder wie die alle hießen. Ja, genau, so heißen sie. Da habe ich das habe ich mal vor 10 Jahren oder wann das war, eine Zeit lang verfolgt. So wirklich lustig war es nie. Und er hat sich seitdem halt einfach nicht verändert, glaube ich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie alt ist der eigentlich mittlerweile? Der Buhmermann ist einfach so ein seniler Typ, der keine Frau hat und sich irgendwie aufgehalten, immer wieder die Nazi-Kolle gegen neue Gruppen in der Gesellschaft rumzuschlagen und sich neue Feindbilder aufzubauen. Also ich kann es mir alles nicht erklären. Warum macht man sowas? Der weiß doch auch, der ist ja relativ intelligent, ja, oder weiß zumindest, wie er sich einschätzt, wie er was macht und wie er provoziert. Der weiß doch, dass genau sowas dazu führt, dass sich Leute mit uns befassen und so weiter, was ja gut ist. Also Böhmermann doch nur Teil der neuen Rechten? U-Boot. U-Boot. Boomer-U-Boot. Aber weißt du, wer mich noch viel mehr aufregt als der Böhmermann, ist der, mit dem er diesen Podcast macht. Echt jetzt? Olli Schulz? Olli Schulz, der ist einfach so dumm ein bisschen. Alter, das ist ein erbärmlicher Clown. Jedes Mal, wenn ich den irgendwo sehe, denke ich mir, ach du Scheiße. Was für ein... Aber ich nehme es dem weniger übel, weil der ist einfach dumm und so ein bisschen so treu doof. Ja. Böhmermann ist eher so... Das regt mich auf, weil die Leute den feiern. Unter jedem Video steht dann immer, oh, Olli Schulz ist der Beste. Ja, der ist einfach authentisch. Ja, man nimmt ihn so, wie er ist, nämlich ein Waschlappen. Witzig finde ich kein bisschen, Alter. Aber ich bin mitleidenswert so ein bisschen dagegen. Ja. Böhmermann löst er einfach Hass aus. Ja. Ja, es ist halt Böhmermann, der andere unkomödiantische Clown, bei dem auch niemand mehr lacht. Shaka Shapira. Und all diese Leute, die würden gar nicht überleben ohne der GIZ. Ich behaupte mal, das beste Satire-Humor-Flaggschiff vom Mainstream ist die Heute-Show. Die doch immer wieder mal ganz lustig und ganz gut ist, aber sonst ist eigentlich alles, was am Mainstream. Ja, manche Terror-X-Dokus sind auch nicht schlecht. Also die Deutschen zum Beispiel, ja. Es gibt da schon immer wieder Produktionen und auch gegenüber einem öffentlich-rechtlichen Sender, für den man Monatsbeitrag zahlt oder einfach einen Beitrag zahlt. An sich keine schlechte Idee, aber es muss halt, sag ich mal, mehr zusammengefasst sein und für jeden zugänglich, ja, und nicht so stark polarisierend, nicht so politisch. Satire hat nichts von meinem Geld bezahlt zu werden, das ist eine Frechheit, aber ich würde jetzt nicht unterstützen, dass Böhmermann komplett unlustig ist oder sowas, also ich finde schon, dass der mal Lustiges gemacht hat und auch hier sein die Varo-Fake-Sache war lustig, das stimmt mit diesem Stinkefinger, wo am Ende niemand mehr wusste, ob der echt oder gefälscht war. Nur ist es halt wie immer so, er ist halt ein scheiß Clown und den hat man politisch nicht ernst zu nehmen und er schießt sich halt immer ein auf irgendwelche anscheinend angeblichen Rechten. Das Peinlichste war ja eh noch sein Angriff auf Reconquista Germanica, wo er einfach diese ultra schlechte Doku da gepusht hat, die einfach unfassbar peinlich war und im Netz völlig zerrissen wurde. Also diese Löschdurch-Doku oder wie die hieß. War ja einfach nur peinlich. Und er ist halt einfach ein Clown und den sollte man eben auch genauso behandeln, wie man einen Clown behandelt. Nämlich höchstens drüber lachen, aber nicht ernst. Gut, aber Böhmermann ist trotzdem Teil, wirklich tief, tief, tief drin im Sumpf. Ja? Also wenn wir gerade darüber sagen, was er mit Strache und so weiter schon wusste und angekündigt hat bei irgendeiner Gala von den Etablierten, der ist schon immer gut dabei. Ja? Natürlich ist er Lech. Ja, auf jeden Fall. Und man darf... Ja, sag. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Jugendliche ihre gesamte politische auch Information nur aus Heute-Show und Böhmermann bekommen. Also ich weiß noch, als ich auch in der Schule war, wie oft mich jemand auf irgendwelche politischen Themen angesprochen hat, die einen Tag vorher halt in einer der beiden Medien Thema war. Also das ist natürlich nicht zu bedenken. Ich meine, und damit reden wir nicht davon. Ich habe gerade nur geträumt, wie es in einer
wie es in einer gescheiten Gesellschaft ja, wäre. Und wir reden von solchen Schulartikeln, die Sebastian und auch ich oder ich denke auch alle erlebt habt. Wir reden hier nicht von Hauptschulen oder Realschulen, also auf Hauptschulen wird sowieso über sowas nicht gesprochen, nehme ich mir jetzt mal raus. Sondern das war Alltag auf Gymnasien, ja, also wo man eigentlich denkt, oh ja, differenziertes Denken, aber das ist ja auch schon Schnee von gestern, ja. Ja, ich würde behaupten, auf Gymnasien wird am wenigsten differenziert gedacht. Also back to Mittelstand, back to Realschule. Ich würde sagen, die denken da differenzierter und nehmen sich auch eher mal heraus, ihre eigene Meinung zu sagen, zumindest meiner Erfahrung nach. Ja, also zu den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ja, ich war erst auf der Realschule und habe dann mein Gymi gemacht. Kann ich das auch bestätigen, also manchen Klassen, manche Lehrer natürlich, es differenziert halt von Mal zu Mal, aber da müssen wir uns ja eigentlich nicht festlegen. Es ist ja sowieso Chat Handwerker Geselle versus Virgin Student. Gegen Virgin Akademiker, ja. Was heutzutage, was hat Akademiker noch zu bedeuten, ne? Ist ja einfach so. Ja gut, dann wäre es doch für heute. Oder habt ihr noch irgendwas, irgendein Thema, das ihr unbedingt ansprechen wollt? Was brennt euch auf der Zunge der Lücke, was weiß ich? Nein, nicht so weit. Aber gerade heute, weiter no not Corona. Gerade nach diesen erbärmlichen Zecken, die uns da attackiert haben, gilt noch mehr, treibt Sport, treibt Kampfsport, bereitet euch vor. Und wie immer, no nut, genau. Seid bitte keine Insults. Und wehe, ihr bezahlt für irgendwas in diese Richtung. Ja, ohne Scheiß, dann klopfe ich morgen bei euch an der Tür und trete euch in die Eier. Ja, das war's. Sebastian, dann. Der Undertaker. Ja. Sebastian ist einfach krasser als Ernst von Salomon, Mann. Ja, ansonsten denke ich, esst auf jeden Fall Fleisch, wie im Artikel stand. Fleisch essen der Proleten. Ja. Das steigert die Aggressivität, das ist wichtig in solchen Situationen. Ja, ich glaube, damit wäre eigentlich alles gesagt. Ja, und vor allem nur Fleisch vom Wildschwein, wenn du willst ja seine Kräfte anverleiben, ja? Hat ja Sven Ulbrich gesagt, ja? Ja, stimmt, Sven Ulbrich hatte da einen richtig guten Punkt. Ja, ich glaube, ab jetzt ist eine gute Folge, wenn wir nochmal zurück auf Sven Ulbrich gehen, ja? Also, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Gut, wir sind raus. Ciao, Leute. Schiebehaft befehlte kriminelle Aslaks fordert. Da staunen sie was, Neuschwabenland ist kalt. Doch noch ist der Extremwert der Parabel nicht erreicht. Diese Kackgesellschaft kocht noch ein paar aggressive Lines. Bis jeden 68er die Corona-Arterie reißt. Von Underdrop bis Rooftop, Brandenburg bis Ruhrpott, Klassenraum und... Ja, richtig geil, Mann. Ja. Oh, scheiße. Nein, nein.